Herr und Frau Peachum raten ihrer Tochter ab, nur aus Liebe zu heiraten. Sie tun dies mit dem Hinweis auf die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse. Was ich möchte, ist es viel. Ein Mann in dem Christenleben, einem Mann mich hinzugeben, ist das ein zu hohes Ziel. Ist das ein zu hohes Ziel. Das Recht des Menschen ist auf dieser Erde, da er doch nur kurz lebt, glücklich zu sein, teilhaftig aller Lust der Welt zu werden, zum Essen Brot zu kriegen und nicht einen Stein. Das ist des Menschen nacktes Recht auf Erden. Doch leider hat man bisher nie vernommen, dass etwas Recht war und dann war's auch so. Wer hätte nicht gern einmal Recht bekommen? Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Wegen wär ich zu dir gut, alles möchte ich dir geben, dass du etwas hast vom Leben, weil man das doch gerne tut, weil man das doch gerne tut. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Sein Gut den Armen geben, warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Da hast du eben leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Natürlich habe ich leider recht, die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Wir wären gut, anstatt so roh. Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wir wären gut, anstatt so roh, doch die Verhältnisse, die sind nicht so. Ja, da ist freilich nichts damit, da ist das eben alles gibt. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht, da habe ich eben leider recht. Und das ist eben schade, das ist das Friedensfade. Und darum ist das nichts damit, und darum ist das alles kitt.